Einen wunderschönen Wochenend-Freitagabend nach da draußen. Ein Bauarbeiter-Dekolleté kennt ihr gewiss. Aber wisst ihr, dass es auch ein Rollstuhlfahrer-Dekolleté gibt? Leben auf Rädern, kein Gefühl in den Beinen. Leben auf Rädern, mit dem Traum vom Gehen. Leben auf Rädern, Ängste anleihen. Wenn sie wilde Pirouetten drehen. Was ist denn überhaupt ein Rollstuhlfahrer-Dekolleté? Kannst du es dir vorstellen? Oder du? Oder du vielleicht? Wenn ihr es euch vorstellen könnt, dann schreibt es mir doch mal bitte unten in die Kommentare. Das Bild dazu habe ich mir gerade mal verkniffen, weil das will eh keiner sehen. Ich habe festgestellt, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob ich eine normale Hose trage oder eine Hose, die speziell für Rollstuhlfahrer geschnitten ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man sitzt, dann bedarf es doch einer etwas längeren Kreuznaht und etwas längerer Hosenbeine. Und das hat mir zuerst eine liebe Freundin gezeigt, die mir eine Hose auf den Leib geschneidert hat, weil ich eine Gewandungshose brauchte für unseren Literaturverein und ums Verrecken nichts gefunden habe. Nun bin ich auch nicht ganz der einfachste Hosenkunde, also habe ich eine Freundin gebeten, das für mich zu machen, weil die hervorragend nähen kann. Und die sagte dann, Mensch, was hältst du davon, wenn ich dir die Hose hinten ein bisschen höher schneide und vorne ein bisschen niedriger? Fand ich zuerst mal etwas irritierend. Aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile weiß ich warum. Und spätestens seit ich ihn hier habe, weiß ich erst recht warum. Denn ich habe mich sonst immer geärgert, dass meine normalen Hosen vorne so knapp hier hingen und hinten, naja, also zwischen Hose und Pullover war gerne mal so 10 cm Spalt. Das ist mit diesen Hosen jetzt endlich nicht mehr so. Ich habe mittlerweile einige Lieferanten ausprobiert und habe auch einen absoluten Favoriten. Hier haben wir zunächst mal eine Geherhose oben und eine Rollstuhlfahrerhose unten, damit man einfach den Unterschied ganz deutlich sieht. Die Rollstuhlfahrerhose ist hinten deutlich höher geschnitten als vorne und hat auch längere Beine. Einfach damit auch im Sitzen die Nieren dauerhaft bedeckt sind und auch die Knöchel. Glaubt mir bitte, es ist äußerst unangenehm, wenn man auf der Terrasse sitzt, so wie wir gerade, und einem dann der kalte Wind um die Knöchel streicht. Obendrein, so mancher Geher kennt das aus dem Büro, wenn man nur sitzt, hat man durchaus Schwierigkeiten, seine Körpertemperatur zu halten. Und wenn dann auch noch irgendein Spalt in den Klamotten ist, sodass da die Kühle rankommt, und Kühle kann durchaus 18 Grad sein, dann kühlt man noch schneller aus. Und ganz ehrlich, diese komischen Gürtel zum Nierenwärmen, boah, die habe ich schon als Kind gehasst. Genauso wie ich es schon als Kind gehasst habe, meine Hosen unter die Achsel zu ziehen. Ganz scheußlich. Davon gibt es natürlich auch eine ganze Menge. Die kann man natürlich auch hinten so hochziehen, dass dann die Pullover drüber gehen. Aber spätestens, wenn ich aufstehe, geht das schief. Vielmehr, beim Aufstehen geht es noch, aber spätestens, wenn ich mich wieder setze, dann rutscht hier hinten der Pullover hoch und die Hose runter. Es sei denn, es ist eine Rollstuhlfahrerhose. Den Unterschied kann ich euch am einfachsten zeigen, wenn ich euch ein Schnittmuster davon zeige. Dieses Schnittmuster habe ich gefunden, als ich mich mal danach umgeschaut habe, ob man Steherhosen auch zu Rollihosen umbauen könnte. A bezeichnet hier eine vollkommen normale Hose. Was damit passiert, wenn man sitzt, seht ihr bei Zeichnung B. Die rutscht hinten runter und vorne hoch. Und obendrein knautscht sie sich in den Knien zusammen. Unter C sind die beiden Teile auseinandergenommen dargestellt. Vorne und hinten. Und auf der D- bzw. der E-Zeichnung seht ihr, was zu tun ist, damit eine Geherhose zu einer Rollstuhlfahrerhose umgearbeitet werden kann. Da wird
eben hinten etwas eingesetzt und vorne etwas rausgenommen. Natürlich könnte ich das bei meinen Steherhosen ganz normal machen. Aber ganz ehrlich, habt ihr für jede eurer Hosen den passenden Stoff da, um zum Beispiel die Hosenbeine zu verlängern und am Po noch was einzusetzen? Nee, oder? Also ich hab's nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es mittlerweile doch einige Hersteller gibt, die mir diese Umarbeitung abnehmen. Mein Lieblingsanbieter, der mir dieses Video nicht gesponsert hat, also das, was ich hier habe, das habe ich wirklich alles selber gekauft, einfach weil ich es brauche und weil es mir gut gefällt, ist Renato. Aus dem ganz schlichten und ergreifenden Grunde, dass Renato einen super, super Kundenservice hat. Ich habe die erste Bestellung losgetreten und habe die größtmögliche Größe bestellt. Es dauerte keine halbe Stunde, bis das Ganze im Internet losgetreten war, bis hier bei uns das Telefon klingelte. Ob es denn wirklich die größte Größe sein müsse, denn die habe ja 1,20 Meter Taillenweite. Ja, die muss es leider sein. Tut mir leid, aber immerhin, es wurde nachgefragt. Ich fand das total klasse. Die Lieferung kam sehr, sehr schnell. Und ich bin mittlerweile so begeistert, dass ich meine sämtlichen Hosen ganz gründlich durchgeschaut habe und wirklich nur noch die behalten, die weit genug hinten hochgehen und den Rest durch die ganzen Renato-Hosen ersetzt habe. Die haben für mich den weiteren riesengroßen Vorteil, dass sie einen Gummizugbund haben. Das heißt, wenn ich denn dann mal aufs Klo muss, dann ist das einfach runterzuziehen. Nichts von wegen Knöpfchen und Reißverschluss und alles Mögliche. Aber sowas hätten sie auch. Wenn also jemand in der Lage ist, normal auf die Toilette zu gehen und das nicht einfach nur runterziehen muss, dann ist das auch kein Problem. Ich gestehe, ich hoffe, es braucht keiner von euch diese besonderen Hosen, die im Übrigen gar nicht so wahnsinnig viel teurer sind als normale. Okay, nicht so viel teurer als gute normale. Aber ich habe bei meiner Recherche Dinge gefunden, speziell für Rollstuhlfahrer. Liebe Leute, nein. Nein, also ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, 240 Euro für eine Hose zu bezahlen. Da kriege ich in diesem Fall, je nach Modell, 4 oder 5. Mittlerweile sind es meine absoluten Lieblingshosen. Ich habe, warte mal, ich habe schwarz, blau, rot für wenn schick, dreimal blau für kuschelig und einmal grau für etwas wärmer draußen und kuschelig. Und jetzt kommt mein Kind nach Hause. Alles wunderbar. Aber ansonsten kann man sagen, ja, Primark ist auf alle Fälle günstiger. Das ist richtig, aber Primark hat keine Rollstuhlfahrer. Aber Levis wäre teurer. Das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall schaffe ich es auf diese Art und Weise, mir mein Rollstuhlfahrer-Dekolleté so zu verhängen, dass es mir nicht unangenehm ist und dass es auch nicht so wahnsinnig blöd aussieht. Wobei, ihr seht das sowieso nicht, denn ich sitze ja davor. Denn wir sitzen jetzt noch ein bisschen auf der Terrasse und dann gehe ich rein und schneide das Video zu Ende. Und wenn ihr Interesse daran habt, mehr über diese speziellen Hosen zu erfahren, dann schreibt mich bitte gerne an. Meine Mailadresse findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie meinen Facebook-Account und den Twitter-Account und alles Mögliche. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch den Kanal. Es würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart und ich wünsche uns allen, dass wir einen wunderschönen Herbst haben. Bis zum nächsten Video.